Ja, hallo! Hier ist wieder ein Video von Snake Zockt. Diesmal ein weiteres Spiel aus dem Markt- und Technikverlag. Von einer 64er-Diskette. Ich hab's euch ja schon, glaube ich, mal bei einer Buchvorstellung angekündigt. Ist jetzt schon ein bisschen her, ich weiß. Ja, es gibt da noch eine andere Version von Bombjack. Ein Klon, der aber ein paar Sachen besser macht, meiner Meinung nach. Ein paar Sachen auch schlechter, aber okay. Das ist ja meistens so, ne? Okay, das heißt Bomb Runner. Und ja, ich werde es jetzt gerade mal eben starten. Okay, also es ist wie bei Bombcheck. Man muss hier Bomben einsammeln und die blinken, bringen. Oh, ja, die bringen mehr Punkte, wenn man es in der richtigen Reihenfolge. Ah! Und man darf hier die Gegner nicht berühren. Das ist natürlich klar. Und springen ist natürlich auch mit dem Feuerknopf. Man springt sehr hoch. Heißt aber auch, dass das nicht so wie bei Mario abläuft, ne? Wah! Jetzt haben sie mich eingekreist. Und Boni gibt's. Okay. Ja, ihr seht, die Hintergrundbilder von dem klassischen Bombjack gibt's hier nicht. Und die Musik auch nicht. Es ist also sehr, sehr aufs Wesentliche reduziert. Oh ja. Und leicht ist es jetzt auch nicht. Aber ein paar Sachen, wie gesagt, hier die Sprites sind nicht so riesig, sodass hier dieser Bombcheck-Verschnitt besser ausweichen kann. Ob mir das jetzt auch gelingt? Nein, nicht unbedingt. Das heißt jetzt nicht, dass ich das jetzt auch gut kann. Aber theoretisch könnte ich... Ja, theoretisch, ne? Naja. Ja, nehmen wir nochmal einen... Ah! Das ist gar nicht so einfach hier. Oh Mann. Oh Mann. Ihr seht, ich habe das lange nicht gespielt. Oh Mann. Ach, da oben geht's weiter. Es ist eigentlich auch egal, der... Jetzt werden sie zu Smileys, sehr schön. Wunderbar. Das gibt gut Punkte. Ach, da kommen sie wieder. Ah, na toll. Super. Ah, okay. Level 2. Ja, es ist natürlich, es macht schon ein bisschen was aus. Wenn die Musik fehlt, die ja sehr gut war bei der 64er, bei der offiziellen 64er Version, und wenn die Hintergrundbilder nicht da sind, das macht was aus. Es kostet ein bisschen Atmosphäre. Andererseits, das Spiel an sich, das reine Spiel, oh, Kacke. Es ist schon alles drin, ne? Es ist alles drin und steuert sich gut. Sagt ihr und ging kaputt. Ja, das heißt jetzt nicht, dass ich das auch gut kann. Ne? Aber die Steuerung klappt. Ah, Mann! Mache ich es eben anders hier. So. Dann habe ich eben weniger Punkte. Auch gut. Hauptsache, ich lebe hier noch lang genug, um irgendwas zu schaffen. Ah! Boah, das war aber... Ach du Scheiße, es folgt mir. Oh Mann, das war Glück. Ja, die Soundeffekte sind nicht die allerbesten, aber ist okay. So, Level 2, den hatte ich ja, da kam ich ja schon mal. Ja komm, ich pfeife jetzt einfach auf die Reihenfolge. Ich will es einfach mal wissen, was danach kommt. Ja. Ah! Super, jetzt habe ich mich hier... Ja, toll. Ich glaube, ich sollte die Ecke da oben rechts am ehesten... Sollte ich zuerst abräumen. Da kommt man am leichtesten hin. Boah, das war knapp, du. Ah! Man kann nicht so gut... Das ist jetzt ein grundsätzliches Bombcheck-Problem. Wenn der erstmal hier unterwegs ist, ne, dann kann man den nicht unbedingt mehr so im Flug korrigieren.
wie jetzt Gianna oder Mario, ja. Wenn man sonst halt nur Mario spielt, na, dann, oh, dann ist das ein großer Umstieg. Aber das war halt beim Original halt auch. Nee, komm, könnt mich mal. Ich mache jetzt hier so meine eigene Reihenfolge. So. Roboter. Oh oh, die laufen mir nach. Schweine! Oh nein, der auch noch. Und schon Game Over. Also es ist hier eine Version, wo man Cheats einstellen kann. Und jetzt weiß ich auch warum. Das leichteste Spiel ist das nicht. Boah. Nein. Aber Bomb Runner, das ist... Es macht Spaß. Die bessere Bombcheck-Version, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Nein! Gib mir das... Man muss wirklich hier... Man lernt auch langsam, das Drücken des Feuerknopfes zu regulieren. Man kann das schon relativ genau, wenn man es will, steuern, wie stark der hochfliegt. Das geht. Boah, diese Arschgeigen. Boah, so viele Arschgeigen hier unterwegs. So, machen wir jetzt mal hier die Ecke. Ach, schade, ich hätte es noch alle so Smileys machen können. Egal. Ihr kommt mir jetzt nicht hier mit irgendwelchen Boni. Ist mir jetzt egal. Ich bin froh, wenn ich es überhaupt schaffe. Oha! Jetzt fliegt er woanders hin. Ich werde bekloppt. Komm, ich krieg dich. Ich krieg dich. Ja! So. Mal nicht übertreiben. Hält nicht lange an. Na also. Was ist denn das für ein Suppenhuhn, ey? Was soll das sein? Ah, keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, was... Ah! Aber ich habe noch relativ viele Leben, muss ich mal sagen. Ja. Sagte er und verlor eins. Boah, ey, die kommen jetzt hier langsam alle aus ihren Löchern und dann... Nee, das war's. Ich glaube, man muss warten, bis die runterkommen. Ja, das ist die Strategie hier. 16.350. Gar nicht mal so blöd. Okay. Ja, Bomb Runner. Eine Bombjack-Variante, die zwar weder die Musik noch die Hintergrundgrafiken zu bieten hat, aber rein spielerisch, glaube ich, dem... C64, also der C64 Umsetzung überlegen ist. Ja, doch. Okay. Ich wollte es euch unbedingt mal zeigen. Es gab hier noch viel mehr inoffizielle Umsetzungen von Automatenspielen oder von C64 Versionen von Automaten, die nach Meinung der meisten ja nicht so ganz optimal gelungen sind. Bei Bombcheck war es so und bei dem einen oder anderen Spiel auch nicht. Und ja, das ist ja oft so ein Thema, ne? Da wird dann ein bekanntes Spiel genommen und dann noch einmal, ja, neu verwurstet. Ja, ein Klon sozusagen. Das gibt's halt öfter mal wieder. Aber hier ist der wirklich gelungen, muss ich sagen. Wenn man natürlich auf die Musik und die Hintergrundgrafiken verzichten kann. Was ja durchaus geht. Ja. Na gut, mal gucken, was ich noch so auf den Markt- und Technik-Sketten finde. Also bis zum nächsten Spiel. Tschüss.